Die Antike ist heute immer noch faszinierend, weil in den Geschichten und auch in der Kunst dieser dargestellten Götter und dieser Darstellung dieses Glaubens Themen verhandelt werden, die allgemeingültig sind. Da geht es immer um Macht, um Liebe, um Schicksalshaftigkeit, Tod und Unendlichkeit. Und diese immerwährenden Themen, dass die damals schon verhandelt worden sind und dass es quasi die gleichen großen Fragen sind, die uns ja heute auch noch beschäftigen, das finde ich sehr tröstlich. Also es lässt sich nicht auflösen. Es bleiben die gleichen Themen. Das Faszinierende ist, dass da in Statuen, Figuren, aber auch Vasenmalerei, die Jahrtausende alt ist, ein Menschenbild uns vorgetragen wird, das im Grunde in vielen Zügen dem unseren noch entspricht. Es ist ein Schönheitsideal, das ungebrochen bis heute fort gilt. Es ist die Würde des Individuums, also des einzelnen Menschen, die da vorgeführt wird. Und insofern ist die Relevanz ungebrochen. Auch heute noch sprechen diese Figuren mit der gleichen Unmittelbarkeit zu uns wie damals, auch wenn man wissen muss, dass sie ursprünglich bemalt waren und nicht in dieser nackten, kahlen Reinheit des Steins vor den Betrachtern zu sehen waren. Was mich persönlich an der Antike fasziniert und vor allem an der antiken Skulptur, das ist diese unbeschreibliche Präzision und Eleganz. Also dass man da eben in der klassischen Skulptur des 5., 4. Jahrhunderts vor Christus, dass man da ein Ebenmaß des menschlichen Körpers gefunden hat, dass man da eine Eleganz des Faltenwurfs zusammenbringt, dass am Schluss nichts aufgesetzt wirkt, sondern einfach das vollkommene Bild des Menschen vor uns tritt. Das ist jetzt eigentlich seither unüberboten. Die griechische und die römische Antike sind in vielerlei Hinsicht spannende Epochen gewesen. Sie sind die Grundlage unserer Kultur heute. Und im antiken Griechenland sind in Philosophie, in Literatur, aber auch in der Bildhauerei und in der Malerei der Vasen Kunstwerke geschaffen worden, die auch heute noch uns ansprechen und die Maßstäbe gesetzt haben für die Beschäftigung mit Kunst. Das Großartigste ist sicher die Harmonie von Form und Aussage, Harmonie, Symmetrie, das Gleichmaß und die Ausgewogenheit der Formen und eine gewisse Idealität im Aussehen. Also es ist ja kein platter Realismus oder Naturalismus, der uns vorgeführt wird mit den antiken Skulpturen, sondern es ist eine Überhöhung sozusagen der Natur.